Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 15, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/877. Atomstiftung bedeutet finanzielles Risiko für die kommunalen RWE-Anteilseigner. Die Landesregierung muss Vorsorgemaßnahmen prüfen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Rohweder das Wort. Bitte, Herr Rohweder. Ja, nochmals vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist bekannt, dass zahlreiche Kommunen, zum Teil auch Stadtwerke, an den RWE beteiligt sind. Diese Beteiligungen sind im Laufe der Jahrzehnte entstanden. Oft haben sie sich aus Aktientausch über Stadtwerkeanteile ergeben. Zum Teil waren es Investitionen in ein aus damaliger Sicht unangreifbares Unternehmen. Derzeit ist der größte Teil der kommunalen Anteile bei einer Beteiligungsgesellschaft gebündelt und liegt nach unserem Wissen bei knapp 25%. Auf Hauptversammlungen ist jedoch aufgrund der fehlenden Präsenz anderer Eigentümer der Einfluss der Kommunen in der Regel entscheidend. Die tatsächlichen Werte der börsennotierten Gesellschaften schwanken naturgemäß, ebenso die Dividenden. So stehen die Aktien dann auch mit ganz unterschiedlichen Werten in den Büchern. In Dortmund ist es der damalige Einkaufspreis. Andere haben zu Zeiten hoher Börsenkurse die damaligen Kurswerte in die Bücher geschrieben. Und jetzt sind massive Abschreibungen notwendig. Essen hat fast 1 Milliarde abgeschrieben, weil die Börsenkurse stark gefallen waren und die Bücher an die Wirklichkeit angepasst werden mussten. Die aktuelle Wirklichkeit ist genauso bitter wie die Gründe dafür. Im Jahr 2000 trat das EEG in Kraft und Atomkonzerne und Regierung einigten sich auf Laufzeitgarantien, die als Atomausstieg verkauft wurden. Die Vorstände setzten dennoch weiterhin auf Atom- und Kohlestrom oder besser auf Schwarzgeld. Die Geschichte kennen wir alle und niemand wird heute mehr leugnen, dass der Konzern zukünftige absehbare Entwicklungen jahrzehntelang schlicht und einfach ignoriert hat. Unser Antrag fordert jetzt jedoch nicht die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Es geht um die Zukunft des Konzerns und der betroffenen Kommunen. Das Land ist in der Verantwortung, Vorsorge zu treffen für den Fall der Fälle. Dazu gehört die Möglichkeit des Totalverlustes durch Insolvenz, ebenso wie die Folgen einer möglichen Übernahme durch Finanzinvestoren durch Kapitalerhöhungen. Und wem das absurd erscheint, der möge Folgendes bedenken. Für den Rückbau der Atomkraftwerke und für die Endlagerung in Anführungsstrichen des Atommülls sind Rückstellungen in Höhe von 10,7 Milliarden gebildet worden. In Berlin wird derzeit die Gründung einer Atomstiftung diskutiert, in der die Rückstellungen eingebracht werden müssten. Eine Entscheidung soll noch vor der Sommerpause fallen. Über Jahre haben uns die Atomkonzerne immer wieder versichert, die Rückstellungen seien sicher investiert und stünden zur Verfügung, wenn sie gebraucht werden. Nun aber hat Ethereum angekündigt, dass das Geld für eine mögliche Fondslösung für die Altlasten aus den Atommeilern gar nicht zur Verfügung steht, sondern erst noch verdient werden muss. Vor einigen Jahren noch lagen die Gewinne im zweistelligen Milliardenbereich pro Jahr. Trotzdem ist jetzt Pustekuchen. Denn womit will RWE das Geld verdienen und wo sind die alten Gewinne abgeblieben? Verdienen wollen sie das Geld mit dem Kraftwerk Dinos aus dem Jurassic Park im Rheinischen Revier. Und das klingt nicht nach Sicherheit, das riecht nach Katastrophe, denn genau diese Dinos sind, die im Rahmen des Klimaschutzes zuallererst vom Netz müssen. Und hier wird das Dilemma der rot-grünen Landesregierung deutlich. Entweder Braunkohle und kein Klimaschutz oder mit dem Braunkohleausstieg in die finanzielle Katastrophe von RWE, den kommunalen Eignern und damit auch für den Haushalt des Landes. Die Entscheidung der Bundesregierung gegen die Klimaabgabe für Uraltkraftwerke ist nur der Versuch der Rettung von RWE. Wie lange soll das so weitergehen? Glaubt die Landesregierung wirklich, sich dem Zwang zum Klimaschutz entziehen zu können? Hofft sie auf ein Scheitern der Klimakonferenz in Berlin, in Paris? Wir sind gespannt auf die Antwort, besonders unserer Kollegen aus der Fraktion der Grünen. Aber wie auch immer, die Landesregierung muss sich mit der Lage im Hinblick auf die Haushalte der Kommunen und im Hinblick auf die eigenen Finanzen befassen. Und wir hoffen auf eine konstruktive Auseinandersetzung in den Ausschüssen. Vielen Dank. Herr Kollege Rohweder, seien Sie nett, bleiben hier. Wir haben gerade den Wunsch nach einer Kurzintervention bekommen. Das konnten wir Ihnen noch nicht mehr eindrücken. Und zwar bei Herrn Kollegen Priggen von den Grünen. Der müsste sich jetzt einmal einloggen. Und Mikro ist frei. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Rohweder, ich habe Ihnen jetzt sehr, sehr konzentriert zugehört, weil die Problematik ist ja bekannt, die Diskussion aus Berlin. Was ich jetzt überhaupt nicht verstanden habe, ist, was vertreten Sie für eine Position? Wissen Sie, wenn es so ist,
dass wir alle Zweifel haben, ob das Unternehmen tatsächlich die Substanz der über 10 Milliarden Rückstellung hat und auch auf Dauer hat, weil die Konzernspitze keine gute Politik für den Konzern macht, ist es dann nicht sinnvoll zu sagen, man überführt das in die Stiftung, so wie der Bundesrechnungshof das vorgeschlagen hat, um zu retten, was zu retten ist, damit wenigstens möglichst viel von der Substanz nachher da ist. Weil aufkommen müssen für die Ewigkeitslasten der Atomkraft wird die öffentliche Hand sowieso. Und das habe ich nicht bei Ihnen verstanden. Sind Sie jetzt dafür oder dagegen? Das Lamentieren über Rot-Grün, die ein Problem haben mit dem Unternehmenskurs, hilft doch nicht. Ich würde gern von Ihnen wissen, was ist Ihre Position? Soll es solch eine Stiftung geben, um möglichst viel zu retten? Oder sagen Sie, das ist Ihnen ganz egal, damit das mal klar rüberkommt? Dankeschön. Ja, das Problem ist, ich sehe es ähnlich wie Sie. Wir werden als Gesellschaft auf den Kosten sitzen bleiben. Die Betreiber der Atommeiler werden da nicht viel einzahlen können, schon gar nicht das, was das insgesamt kosten wird. So, das ist ganz klar. Die Frage ist jetzt, was für Folgen hat das denn jetzt für unsere Kommunen? Die gehen daran pleite, wenn ihre Anteile an RWE, die sie haben, abgeschrieben werden müssen auf null, absehbar. Und die Landesregierung hat keinen Plan. Sie wissen doch gar nicht, was sie dann... Wir wollen... Ja, wir werden wahrscheinlich an einer Stiftung nicht vorbeikommen. Aber der Punkt ist einfach der, dass die RWE und die anderen Konzerne das Geld, wie Herr Therium jetzt schon gesagt hat, gar nicht haben, um da irgendwas einzahlen zu können. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem auch für die Kommunen. Und die Landesregierung muss sich einfach dazu stellen. Wir wissen ja gar nicht, wie groß wirklich dann die Lasten sind, die auf die Kommunen zukommen und wann diese Lasten auftreten werden. Und welche Folgen das für den Landeshaushalt haben wird, das muss alles erstmal richtig eruiert werden. Das ist genau der Sinn dieses Antrages. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Rohwedder. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Eiskirch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als ich den Antrag der Piraten gelesen habe, ist mir spontan eingefallen, es gibt auch bei den Piraten eine Deklination, die geht Genitiv, Dativ, Akkusativ und Spekulativ. Weil mehr ist dieser Antrag nicht. Dieser Antrag ist ausschließlich Spekulation. Wir haben in Zeitungen gelesen, der ein oder andere mag daran denken, es gibt keine konkreten Vorschläge, es gibt auch keine Details, geschweige denn Fragestellung, welche Auswirkungen das auf wen haben könnte. Sie haben ja gerade bei der Beantwortung der Kurzintervention des Kollegen Priggen auch noch mal deutlich werden lassen, welche verschiedenen Rechtsformen es von Stiftungen oder welche verschiedenen Formen von Stiftungen es geben kann, mit unterschiedlichen Ausprägungen und unterschiedlichen Auswirkungen. Ich bin mir nicht sicher, ob erstens der Landtag von Nordrhein-Westfalen sich in einem Stadium dessen, dass man weder weiß, ob es etwas gibt, zweitens, wie es das denn geben würde, wenn es es geben würde, und drittens, welche Auswirkungen das haben könnte, damit Prüfaufträgen an die Landesregierung herantreten sollte. Ich finde, es ist ein Antrag zur völligen Unzeit, und ich glaube, wir sollten die Behandlung genauso lange lassen, wie es jetzt gewesen ist. Und bei 3:55 will ich die schließen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Eiskirch. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Kuf. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mir ging es beim Lesen des Antrags und beim Hören des Beitrags so wie vielen in diesem Rund. Ich habe am Ende weder Fisch noch Fleisch erkennen können. Am Ende habe ich vielleicht gedacht, war Ihr Beitrag so, dass Sie sich mal wieder den ganzen Frust von der Seele geschrieben haben mit einem Antrag. Das Konstruktive sehe ich nicht. Die Fragen, die Sie stellen, sind ja durchaus berechtigt, aber übrigens auch nicht neu. Also zu glauben, Sie hätten darauf ein Abo oder eine Urheberschaft, ist, glaube ich, an der Sache völlig vorbei orientiert. Insofern glaube ich, dass insbesondere Ihr Anliegen sehr durchsichtig ist. Weil natürlich kann man auch über die Frage eines Stiftungs, eines Fonds reden. Und vor allen Dingen spielt eine Frage eine ganz große Rolle. Und das ist sozusagen nicht nur im Blick auf RWE, sondern insgesamt. Reichen die 36 Milliarden aus, ja oder nein? Und die Frage ist deshalb umso unsicherer als je zuvor, weil Politik betrieben die Frage der Endlager
wieder aufgemacht wurde. Und sozusagen da zusätzliche Risiken reingekommen sind. Und deshalb ist das recht, ich teile das, Zweifel an der Auskömmlichkeit der 36 Milliarden durchaus berechtigt. Aber Ihr Konzept, Herr Rohwedder, möglichst schnell raus aus der Braunkohle, was Sie immer wieder vortragen, führt dazu, dass am Ende auch die 36 Milliarden nicht erreicht werden können. Und sozusagen Sie treiben mit Ihrer Politik sozusagen genau dazu bei, dass die Risiken immer höher werden und am Ende das wirklich in der öffentlichen Hand hängen bleibt. Insofern mache ich an diesem Beispiel mal deutlich, wie widersprüchlich auch Ihre eigene Position ist. Vielleicht ging es Ihnen aber auch gar nicht um die Lösung, sondern nur um einen Antrag. Ich glaube, dass es gut ist, dass man die Frage eines Fonds, einer Stiftung und auch die Frage einer öffentlichen Stiftung oder einer privaten Stiftung sehr konzentriert prüft und bewertet. Dazu hat sich die Bundesregierung ja nur auch festgelegt, das will sie tun. Da kann man sicherlich auch Erfahrungen aufnehmen aus Nordrhein-Westfalen mit der hiesigen RAG-Stiftung. Und am Ende ist die Frage, wo decken wir diesen Betrag und wie können wir sozusagen auch die AKW-Betreiber eben nicht aus der Verantwortung entlassen? Und das ist genau die Frage, die uns, glaube ich, hier an dieser Stelle eint. Dafür brauchen wir aber nicht Ihren Antrag, der verunklart eher. Insofern lassen Sie uns doch die Diskussion dort weiterführen, wo sie hingehört, nämlich sehr konzentriert auf Bundesebene, wie wir insgesamt mit den Lasten umgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kufen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Krüger. Frau Brems, wer denn? Dann kommen Sie, Frau Brems. Bei uns steht noch Herr Krüger. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Einstreichen privater Gewinne und die Sozialisierung von Verlusten, Sicherheits- und Folgekosten, sei es bei Atom- oder Braunkohle, ist für die grüne Fraktion grundsätzlich natürlich nicht hinnehmbar. Gleichzeitig halten wir die tatsächliche Werthaltigkeit der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen der Atomkraftwerksbetreiber für nicht sicher und auch nicht nachhaltig. Das Problem der Konzerne beschränkt sich dabei jedoch eben nicht nur auf die Kosten der Atomkraft. Auch in der Braunkohle ist die Finanzierung der Rückstellung für die Langzeit- und Ewigkeitskosten nicht transparent und nachvollziehbar. Die Werthaltigkeit der Rückstellung der Konzerne ist daher insgesamt zu prüfen. Ein öffentlich-rechtlicher Fonds oder eine Stiftung sollte dann mit ausreichenden Mitteln für den AKW-Rückbau und die Atommüllentsorgung ausgestattet werden. Zudem muss darauf geachtet werden, dass auch die Kosten in der Braunkohle weiterhin abgesichert sind. Das ist für uns in Nordrhein-Westfalen ein ganz besonders wichtiger Faktor. Und dabei werden wir dafür zu sorgen haben, dass nicht die Pflicht geopfert wird, die die Betreiber seit Anfang an haben. Wer den Müll macht und den Schaden verursacht, muss auch dafür zahlen. Erst recht, wenn er sich damit jahrzehntelang auf Kosten der Gesellschaft eine goldene Nase verdient hat. Stellen Sie sich nur einmal folgendes Szenario vor, das ja nicht ganz ausgeschlossen scheint. Auch für einen Konzern wie RWE, dessen Anteil an den Atomrückstellungen allein ca. 10 Milliarden Euro beträgt, könnte irgendwann einmal das Prinzip des Too Big to Fail eintreten. Bei massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten würde Kapital entzogen, unabsehbare Kosten können entstehen, der Konzern damit in Schieflage geraten. Und schon müsste die öffentliche Hand, auch das Land NRW, irgendwie einen Rettungsschirm aufspannen. Daher und in Anbetracht der Zeiträume, von denen wir hier faktisch reden, ist eine absichernde Stiftungs- oder Fondslösung auch für uns grundsätzlich diskussionswürdig und sinnvoll. Derzeit allerdings befinden wir uns noch in einem Prozess, ohne dass eine endgültige Entscheidung über die Details des Rückbaus der Atomkraftwerke und die Lagerung des Atommülls in Sicht wäre. Gleiches gilt auf etwas andere Weise, aber irgendwie doch auch für die Frage der Braunkohlerückstellung. Daher ist es gegenwärtig noch zu früh, gemeinsam mit den betroffenen Kommunen zu prüfen, ob und welche Vorsorgemaßnahmen für den Fall der Gründung einer Atomstiftung oder eines Atomfonds notwendig wären und wie es mit den Unternehmen angesichts seiner verfehlten Konzernpolitik der letzten Jahre weitergehen wird. Wichtig ist, dass bei aller Diskussion in Berlin der Dialog mit den Kommunen gesucht wird und gemeinsam über Vorschläge diskutiert wird. Manche Kommunen haben frühzeitig reagiert, waren schlau und haben sich bereits frühzeitig von ihren RWE-Aktien getrennt, weil sie der Konzernpolitik eben nicht mehr getraut haben. Zum Beispiel die Stadt Gelsenkirchen hat
hat ihre Anteile schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren verkauft. Da ist der ehemalige OB, Herr Wittke, ja durchaus auch mal von uns positiv zu erwähnen. Im Anschluss können wir dann natürlich den aktuellen Sachstand und die Positionen von Bund, Land und Kommunen sowie Parteien und den Unternehmen diskutieren. Bei all dem ist zweierlei im Blick zu erhalten: keine Belastung der Steuerzahlung und die Berücksichtigung des Verursacherprinzips. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Für die FDP spricht Herr Kollege Brockes. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Eiskirch. Selten waren wir uns bei einem Thema in der Energiepolitik so einig wie heute. Es freut mich ja echt, wenn wir so versöhnlich hier, wenn Sie demnächst vielleicht einer anderen Berufung nachgehen, so friedlich auseinandergehen würden. Aber jetzt zum Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten. Diesen Antrag zum jetzigen Zeitpunkt verstehe ich nicht. Also entweder ist es nur der Tatsache geschuldet, dass Sie das Mai-Plenum verschlafen haben. Ansonsten macht es keinen Sinn, dieses Thema heute hier zum x-ten Mal mit einem Antrag Ihrerseits zu beraten. Es sei denn, dass Sie jetzt endlich auch den Unterschied zwischen Rückstellungen und Rücklagen verstanden haben. Im Antrag sah es ja danach aus, eben bei Ihren Ausführungen, Herr Rodewedder, leider nicht. Meine Damen und Herren, wir haben als Liberale immer klar gesagt, dass wir von diesen Optionen, Fonds, Stiftungen nichts halten, weil wir ganz einfach wollen, dass nach wie vor der Gesamtkonzern mit seinem Vermögen gerade steht, weil wir eben nicht wollen, dass es zu einer Verstaatlichung der Risiken kommt. Und deshalb halten wir auch diese Debatte für den falschen Weg. Und deshalb zum Abschluss ganz klar: aus unserer Sicht ist es wichtig, dass wir wieder klare Strukturen in der im Energiebereich haben, denn das ist die Grundlage, auf der ein Unternehmen wie RWE auch wieder Geld verdienen kann. Und das ist eben auch die beste Vorsorge für die Anteilseigner. Und deshalb lehnen wir den Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brockes. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Kutschaty in Vertretung für Herrn Minister Jäger. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Piratenfraktion macht eine mögliche Atomstiftung zum Thema, die derzeit zum Gegenstand von Diskussionen über den Rückbau von Atomkraftwerken und die Lagerung von Atommüll geworden ist. Dieser Antrag prognostiziert Risiken für die an RWE beteiligten Kommunen und daraus ableiten sollen dann Vorsorgemaßnahmen für die Haushalte geprüft werden, wenn ich Ihren Antrag so richtig verstanden habe. Großen Respekt, liebe Piraten. Sie beweisen nämlich damit hellseherische Fähigkeiten in gleich zweierlei Hinsicht. Es ist zum einen überhaupt nicht klar, ob eine solche Stiftung oder ein solcher Fonds überhaupt kommen soll oder letztendlich kommen wird. Und weiter sind angesichts des Beratungsstandes naturgemäß auch noch keinerlei Details über die Ausgestaltung bekannt, geschweige denn überhaupt beschlossen. Und zum Zweiten kann daher auch noch überhaupt nicht abgesehen werden, ob und gegebenenfalls wenn, welche Risiken für die Kommunen sich daraus ergeben könnten. Die Fragen über den Rückbau der Atomkraftwerke und die Lagerung des Atommülls befinden sich noch in der grundsätzlichen Diskussion. Details sind daher bislang völlig offen. Und vor diesem Hintergrund gibt es schlicht überhaupt keine Grundlage, auf der eine von den Piraten geforderte Prüfung erfolgen kann. Sicherlich sind Maßnahmen bei Bedarf vorausschauend auch zu prüfen, allerdings nur, wenn sich Konkreteres in der Diskussion zu diesem Thema abzeichnet. Die Landesregierung wird selbstverständlich, und das hat sie in der Vergangenheit auch immer getan, Entwicklungen im Auge behalten und bei sich abzeichnendem Handlungsbedarf die nötigen Schritte im gewohnten Verfahren mit allen Beteiligten vornehmen. Eine Prüfung von Maßnahmen für alle Eventualitäten ist jedoch nicht zielreichend. Und daher, auch nach Zusammenfassung dieser Debatte, dürfte Ihr Antrag auch mangels prüffähigen Sachverhalts wohl im Ergebnis nicht zustimmungsfähig sein. Mögen Sie ihn gerne noch im Wirtschaftsausschuss weiter intensiv diskutieren. Da bin ich ja dann nicht dabei. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Minister.
Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir am Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 15. Ich schließe sie und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache Nummer 8977 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk in der Federführung sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Die abschließende Abstimmung soll dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Herr Minister Kutschaty, wenn Sie mögen, dürfen Sie natürlich an jedem Ausschuss teilnehmen, gar keine Frage. Möchte jemand der Überweisung nicht zustimmen, sich enthalten? Beides nicht der Fall, dann haben wir so überwiesen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16.